Das ist einfach, ja, mal Sonntagabends für ihn auch, weil es ein bisschen ausspannen, ausruhen. Bevor ich jetzt eben überhaupt anfangen, 750 Sendungen ist natürlich schon ein Ding. Das sind 15 Jahre bei Sunshine Live, jeden Dienstagabend eigentlich. Und ich habe es ja bei der 500. schon gesagt, man weiß ja nie, wie lange es geht. Als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, naja, komm, mach das mal ein bisschen nebenbei mit. Halbes Jahr, dreiviertel Jahr schmeißt du dich wieder raus. Und inzwischen geht es schon sehr, sehr lange. Und inzwischen mache ich das eigentlich auch schon gar nicht mehr alleine. Denn inzwischen ist ein Mann immer mit dabei. Ist er eigentlich noch da? Der sitzt hier bei mir, der Erik SSL. Ne? Also er ist der, warum ich überhaupt am Dienstagabend zwar noch zu den anderen Tanzmusik machen oder warum ich dann mal nach Mallorca kann oder sonst irgendwo hin. Er vertritt mich immer, er ist eigentlich immer da. Ich komme grundsätzlich 5 vor 7. Und ich habe grundsätzlich Probleme mit dem Bildschirm, wenn ich komme. Und grundsätzlich sagte er mir, Tommy, lass mal, ich guck mal, wann das geht. Aber jetzt haben wir das in den Griff bekommen, inzwischen funktioniert alles. Und gebt dem Erik mal einen Applaus, weil er gehört inzwischen zu mir dazu und ich zu ihm. Und er gehört zu mir dazu. Und da gehört eigentlich noch einer dazu, der ist aber heute Abend, der ist glaube ich gar nicht da, der Fall. Der vertritt uns dann. Wenn ich nicht kann und Erik nicht kann, dann kann wahrscheinlich der Fall. Und der Fall gehört jetzt natürlich auch inzwischen schon dazu. Und dann gehört ihr natürlich alle dazu. Ich weiß, immer noch viele schalten Dienstagabends ein, immer noch viele E-Mails kommen, immer noch viele von euch kommen auf die Partys. Ich freue mich, dass ihr heute alle hier seid. Viele warten natürlich drauf, was ich heute Abend so alles erzähle. Ich habe viele von euch auch gefragt. Wie geht's weiter? Geht's weiter? Wie lange machst du noch? Immer wieder fehlt die Zahl 1000. Und ihr merkt es natürlich, wir haben 750 Sendungen. Es sind 15 Jahre, da wird man natürlich älter. Viele von euch sind auch mit älter geworden. Die Musik hat sich inzwischen komplett verändert innerhalb dieser Sendung. Die Musik hat sich in den letzten 15 Jahren, als ich angefangen habe, sehr stark verändert. Damals war ein Charlie the Biggerman, mein Techniker, der am ersten Tag, als ich auf einem Biertisch Plattenspieler aufgebaut habe, zu mir gesagt hat, das ist so eine Musik, ich höre Rock. Ja? Heute hören wir Charlie Trance, spielt Trance immer noch bei den DJs des Afterworks-Sendungen und. Und der ist heute leider auch nicht hier, aber das war eigentlich der Mann, der damals ja, so mich reingebracht hat in dieses Radio-Business, der mir auch am Anfang viel gezeigt hat. Der ist auch immer noch bei Sunshine Live, Charlie Lingerman. Der gehört eigentlich auch zu dieser Welcome to the Grand-Familie. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gucken wir mal, viele, viele Jahre, das ganze Sunshine Live-Team, da sind ja sehr viele dabei, die immer noch heute bei Sunshine Live sind. Und die auch heute Abend teilweise hier sind. Und ihr wisst ja, Sunshine Live ist nicht nur Welcome to the Club, sondern wird dieses Jahr auch 15 Jahre alt. Und da wird es auch eine ganz, ganz große Party geben. Das wird in der nächsten Woche, ich weiß gar nicht, Erik, die Leute wissen das noch nicht, ne? Den Termin, oder? So, ein paar wissen das schon. Aber da wird es auch eine ganz, ganz große Veranstaltung geben, in großen Hallen. Und das werden wir natürlich in den nächsten Wochen und Monaten auch alles auf Sunshine Live erfahren. Und das sind auch viele Hautdegen, die vom ersten Tag an dabei waren. Und die sind auch alle noch am Start. Und die sagen natürlich immer zu mir, Tommy, mach weiter. Mach noch ein Jahr. Und wenn das Jahr rum ist, sagen sie, wir machen noch ein Jahr. Und dann mache ich halt noch ein Jahr. Und jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal noch ein Jahr. Das habe ich schon mal zugesagt. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir mit der 750, nächstes Jahr sind es dann 800, wie weit es jetzt geht. Also 1000, das kann ich euch sagen. Das soll ich nie sagen. Aber 1000, das ist eine Zahl, das wäre für mich noch weit über 5 Jahre bei Sunshine Live. Das ist eigentlich fast unmöglich. Jetzt fahren wir es einfach mal ab. Auf jeden Fall wird es noch einige Partys geben. Es gibt auf jeden Fall eine Jahresparty. Und zwar wird die sein, das kann ich euch heute schon sagen, an einem Samstag dieses Mal.
denn am 2. Oktober wird es keine Jahresparty geben, denn da gibt es halt in diesem Zeitraum was ganz anderes. Und deshalb gibt es die Welcome to the Club Jahresparty am Samstag, den 10. November. Also das können wir euch schon mal vormelden, hier im Kingi Palace. Und da hoffen wir natürlich, dass ihr alle wieder da seid. Dann ist es auch nicht mehr so warm draußen, dann sind nicht mehr so viele Feste außenrum. Und dann werden wir hier mit Sicherheit in einer abgefahrenen, brechenvollen Hütte stehen. Und dann muss man einfach mal schauen, seid ihr alle bei Facebook? So, ich kann das ja hier so offiziell dann auch sagen. Dann müssen wir natürlich erstmal schauen, ob uns die GEMA überhaupt noch erlaubt, nächstes Jahr Partys zu machen. Das ist natürlich auch ein ganz großes Thema inzwischen. Sollte dieses, und das würde ich heute Abend mal hier sagen, weil es ja auch im Radio gesendet wird, sollte dieses Thema mit der GEMA, so wie es momentan verabschiedet wurde, am 1. Januar für insbesondere große Diskotheken wie das Kingi eintreffen. Wir versuchen dann natürlich, uns allen irgendetwas einfallen zu lassen, aber, und das sagt ja auch die DEHOGA, die uns dabei unterstützt, wird es wohl ein großes Diskothekenstellen geben, das heißt 70-80% der Diskotheken wird es nächstes Jahr nicht mehr geben in Deutschland. Das ist Fakt. So, wenn ihr also irgendwo jetzt bei Facebook was seht, was ihr mit eurem Namen unterschreiben könnt, damit das Ganze vors Parlament kommt, in den Bundestag, denn davon sind auch schätzungsweise nächstes Jahr 500.000 Arbeitsplätze abhängig. Und wenn man Opel unterstützt mit Milliarden, dann kann man vielleicht auch mal als Bundesregierung die Diskotheken mit Milliarden unterstützen. Bis dahin haben wir noch einen langen Weg. Ich bin ja da auch sehr involviert in dieses Thema. Bin da auch täglich oder ja, wöchentlich eigentlich in Kontakt mit vielen, die da ein bisschen was zu sagen haben. Und hoffe natürlich, dass wir das nochmal vom Tisch bekommen fürs nächste Jahr oder überhaupt für die Zukunft. Stellt euch vor, ne, viele denken jetzt, was erzählt er uns hier? Aber es ist für uns alle ein viel, viel wichtigeres Thema als eigentlich die Partys, die wir feiern. Denn diese Musikkultur wird sich dann schlagartig über Nacht komplett verändern. Ihr müsst euch vorstellen, ihr geht heute für 1,50 Euro tanken. Ja? Und ihr müsst am nächsten Tag für den gleichen Liter Sprit 12,50 Euro bezahlen. Das wird auf uns Diskotheken zukommen, wenn das Gesetz wirklich am 1. Januar in Kraft treten wird. Eine Diskothek wie Kingi Palace, Diskotheken über 2000 Quadratmeter, die werden auf einmal von heute auf morgen 170.000 Euro GEMA zahlen müssen. Und das ist natürlich nicht mehr finanzierbar, weder über erhöhten Eintritt noch über erhöhte Getränkepreise, weil das würde nämlich dann alles an euch hängen bleiben am Schluss. Und das ist so eigentlich so ein Thema, was mir heute Abend auch ein bisschen auf dem Herzen lag, dass ihr, wenn ihr das seht irgendwo bei Facebook oder wenn ihr darauf angesprochen werdet, ihr könnt das mit eurem Namen zeichnen. Je mehr dafür sind, dass dieses Gesetz nicht kommt, je größer ist die Chance, dass wir viele, viele Jahre auch in großen Diskotheken weiterfeiern können. Ja? Also da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Wir sind da am Kämpfen, ihr wisst, um was das es geht. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr passieren wird. Vielleicht habe ich ja auch, oder viele andere, eine sehr gute Idee, um das Ganze zu umgehen. Im Moment noch nicht, aber wir arbeiten daran. Und bis dahin wird es auf jeden Fall noch monatelang schöne Partys geben. In vielen, vielen Diskotheken, nicht nur hier, in ganz Deutschland, wo ihr dann hoffentlich am Wochenende wieder hingeht zu feiern. Viele, viele Open-Air-Veranstaltungen, die auch von Sunshine Live präsentiert werden. Und insbesondere dann auch der Welcome to the Club am 10. November und natürlich am 2. Weihnachtsfeiertag der Christmas Rave. Ja? Also, ich hoffe, ihr seid alle am Start. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr heute Abend an so einem schönen Sonntag trotz all dem hierher gekommen seid. Und eins möchte ich noch sagen. Es sind viele Leute heute Abend hier, die mich immer so täglich unterstützen. Eine möchte ich ganz besonders hervorheben, aber eigentlich zwei, die mit Welcome to the Club oder mit Sunshine Live wenig zu tun haben, aber die immer an meiner Seite stehen
die viel ertragen müssen mit mir teilweise, ist einmal der Mann, der vor mir steht, der Michael, der Unglaubliches leistet, immer für mich, für meine Populations, der immer dabei ist beim Mixen und so. Und neben ihm steht der Jan, der auch sehr, sehr viel macht. Und einmal, ich weiß es nicht, wo der ist, der Frankie, der steht da hinten in einem Tanzprotest und wird jetzt gleich aufbauen. Der ist auch immer wieder am Start. Und dann natürlich all diejenigen, die hier so ein bisschen um mich rumstehen, die immer mit dabei sind. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr wisst, ich mache sehr viel alleine, aber ganz alleine geht es dann halt doch nicht. Der Peter vor hier.